Siedler ist jetzt nicht gerade für sein robustes Worldbuilding bekannt und viele würden diesem Aspekt in einem Strategiespiel auch nicht viel Wert beimessen. Ich sehe es aber als wichtigen Schritt, um dafür zu sorgen, dass die Spieler eine Bindung zu ihren Siedlern und ihrem Lieblingsvolk aufbauen können und um den Kämpfen, die die Spieler austragen, Gewicht zu geben. Aber bevor wir uns der Frage stellen können, wo wir nach Siedler 4 storytechnisch hinwollen, müssen wir uns einen Überblick verschaffen, in welchem Zustand sich die Welt der Siedler befindet. Und wir müssen die Diskrepanzen zwischen den Plots von Siedler 3 und Siedler 4 bereinigen. In Siedler 3 dreht sich die Geschichte vor allem um den Wettstreit zwischen Jupiter, Horus und Shiyu. Aufgrund der unerklärten Abwesenheit der Chinesen und Ägypter in Siedler 4 gehe ich davon aus, dass Septimus Marius den Wettstreit für Jupiter entscheiden konnte, sodass die beiden anderen Völker ohne ihre Hauptgottheiten weitermachen mussten. Die bekommen zwar erneut die Chance, sich zu beweisen, aber die Welt hat sich in ihrer Abwesenheit weitergedreht. Die Ägypter waren gezwungen, eine römische Provinz zu werden, wie es auch mit dem historischen Ägypten geschah. Das gibt uns auch einen guten Grund für Feindseligkeiten zwischen Römern und Ägyptern. Die Chinesen dagegen isolierten sich letztendlich von den anderen Völkern und wandten sich nach innen. Ich gehe davon aus, dass beide zumindest kurzen Kontakt mit dem dunklen Volk hatten. Die Ägypter als Teil des Römischen Reichs, während die Chinesen während des Ersten Krieges gegen das dunkle Volk einige Gefechte mit ihnen ausgetragen haben, bevor Morbus sich entschied, vorerst nicht auch noch ihre Aufmerksamkeit zusätzlich den Römern, Wikingern und Mayas erregen zu wollen. Aus Siedler 4 betrachte ich beide Kriege gegen das dunkle Volk selbstverständlich als Kanon. Ich beziehe aber auch die Dinge ein, die dem nicht widersprechen. Ich gehe davon aus, dass die Römerkampagne des Trojaner-Add-ons in die neue Welterweiterung einmündet, es gab also nicht zwei trojanische Kriege. Da ich aber auch die neue Welt zum Kanon zähle, wurde Troja auf jeden Fall zerstört, eine Gruppe trojanischer Flüchtlinge konnte aber entkommen. Wo sie am Ende gelandet sind, lässt das Add-on aber offen, deshalb muss ich mir noch überlegen, wo sich Neu-Troja befinden soll. Ich betrachte auch den kurzlebigen Diebstahl der zwei Weltwunder durch die Mayas als Kanon und die Geschichte der Mayas soll zumindest im Nebensatz Bezug darauf nehmen. Ich will die Mayas aber ein bisschen von ihrer Rolle als das Volk, was ständig Scheiße baut, seine Verbündeten hintergeht und Kriege wegen irgendwelcher Bäume anfängt, wegbewegen. Aus dem Neue Welt-Add-on entnehme ich auch, dass das Dunkelvolk nach dem Zweiten Krieg und dem Einsatz des Elixiers der Macht an den Rand der Ausrottung gejagt wurde und nur noch eine Handvoll dunkler Tempel existieren, die sich in den unzugänglichsten Winkeln der Welt verstecken. Die Völker sind sich zwar darüber bewusst, dass es das Dunkelvolk gab, es gibt aber vermutlich keinen Siedler mehr, der einen dunklen Krieger mit eigenen Augen gesehen und die Begegnung überlebt hat. Also wie könnte es in einem fünften Teil weitergehen? Hier haben wir vielleicht am meisten Freiheit, wobei ich möchte, dass alle S3 und S4 Völker eine Rolle spielen und auch die bestehende Welt weiter ausgebaut wird. Meine Vorstellung beginnt damit, dass sich das Pantheon erneut in Aufruhr befindet, was sogar so weit führt, dass Horus und Shiyu gestattet wird, ihre Strafarbeit zu beenden. Die übrigen Götter haben mehr oder weniger viel Mühe investiert, um die Geschicke ihrer Völker zu lenken, und das führt langsam zu Problemen. Aber mehr für die Götter als für die Menschen. Er hat die Situation lange beobachtet und hat einige Entwicklungen bemerkt, die den anderen Göttern vor lauter Desinteresse weitgehend entgangen sind. Das Offensichtlichste ist, dass ein chinesischer Erfinder kurz davor steht, Technologie zur Manipulation des Wetters wieder zu entdecken, nachdem ihm alte Baupläne in die Hände fielen. Wenn sich diese Technologie verbreitet, was es früher oder später wird, gäbe es für die Menschen einen Grund weniger, sich an die Götter zu wenden, da sie dank technologischem Fortschritt zunehmend eigene Lösungen für ihre Probleme entwickeln. Er hat damit grundsätzlich keinerlei Probleme, aber er stellt auch klar, dass Götter, die nicht mehr relevant sind, irgendwann einfach verschwinden. Es ist also im Interesse der Götter, sich wieder aktiv an der Entwicklung ihrer Völker zu beteiligen und dabei ihren Wert zu beweisen. Diese Eigenschaft soll sich auch spielmechanisch durch göttliche Gunst bzw. göttliche Verbindung äußern. Je weniger ein Volk sich auf seine Götter verlässt, desto mehr verlieren ihre Zauber an Wirkung. Er sieht aber auch die Gelegenheit für die Götter, sich in naher Zukunft zu beweisen, weil sich dunkle Mächte auf ihre Rückkehr vorbereiten und das längste Wartespiel der Welt sich seinem Ende zuneigt. Das versetzt die Götter in noch mehr Panik, aber ich verrate noch nicht wieso. Ich arbeite seit Beginn dieses Formats an einer eigenen kleinen Story für jedes Volk, die gleichzeitig in eine übergreifende Handlung einmündet. Dabei möchte ich auch auf die Enthüllungen weiterer Plotpunkte einschließlich des neuen Volks hinarbeiten. Ich plane aber auch um die hypothetische Struktur eines Hauptspiels mit drei großen Erweiterungen herum, was sich auf die Reihenfolge bestimmter Ereignisse und die möglichen Interaktionen zwischen den Völkern auswirkt. Bei der Geschichte habe ich zumindest den Vorteil, dass ich sie allein mache, ich kann also in meinem eigenen Tempo arbeiten. Bis ich soweit bin, könnt ihr aber ja mal in den Kommentaren spekulieren, wohin die Reise gehen könnte. Vielleicht nehme ich dann beim nächsten Mal Bezug darauf. Erzähl mir von deinen letzten Schreckenstaten.